Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Wir sind vollkommen inkognito, weil wir der komische Typ sind. Verzeihen Sie mir meine Verspätung. Ich bin Ruggiero Ferraro. Hi, Mr. Ferraro. Kein Problem. Ladies and Gentlemen, einen Toast auf meine kurze Zeit als Gouverneur der Bahamas. Denn unter meiner Führung haben stolze 300 Piraten das Generalpardon akzeptiert und der Krone die Treue geschworen. Und doch, trotz all meiner Erfolge, beliebt seine Majestät mich zu verdammt, ich habe meine Schlafheile nicht. Er ruft mich zurück nach England. Den Diplomaten aus einem Heuerfonds Rogers von einer Bank aus töten. Oh Gott, von einer Bank aus. Alter, Rogers, lass mich in Ruhe. Weißt du, was ich... Von wem? Ich hab gar nichts getan. Die Diplomaten konnten mich aus dem Heuhaufen töten, weil er ein Idiot ist und also ich ein Idiot bin. Leider. Ich zwang die Barbaren von Nassau in die Knie, bei Gott, und so will man es mir danken. Ich glaube es nicht. Verdammt richtig, so war es, Rogers. Und falls ihr zu Hause einen Leumundszeugen braucht, gebe ich euch gern einen Empfehlungsschreiben. Ich brauche eine fucking Bank. Dann wird er da hundertprozentig dran vorbeikommen. Bank. Wo ist denn hier eine Bank? Ich sage, das sind stilvolle Gewänder. Pardon. Doch bei dieser Hitze hier. Andere nicht Dinge erfordern meine Aufmerksamkeit. Hallo. Ich sehe hier nirgends eine Bank. Wo geht der überhaupt lang? Ja, geht zurück, ne? Ich habe nicht die geringste Ahnung und ich habe sicher nicht vor, Sie danach zu fragen. Wir trennten uns vor beinahe 5 Jahren und das war für uns beide wohl das Beste. Hier ist nirgendwo eine Bank. Ja, ich bin später. Da wird er nicht langlaufen. Hä? Ich check's nicht. Are you gone mad? Ihr seid Mr. Ferraro, oder nicht? Ich bewundere guten eure Tag, Gewänder, Freund. Diese warte, Eleganz warte. Und Farbe. Okay, da kommt ihr vorbei. Ich weiß es. Ach, verdammte Scheiße. Ist hier auch eine Bank? Nein, hier war die Bank. Ich habe einen Plan. Okay, irgendwie scheint es nicht zu funktionieren. Wie viele Leute soll ich noch töten, bis ihr bemerkt, dass ich ein Assassine bin? Geht doch. Ich metzel alles weg und keiner checkt's. So. Wir werden uns von Anfang an da positionieren und einfach warten. Wie damals bei... bei dem Typen da. Wie, was war das für einer normal? Ihr wisst schon. Okay, steht da leider nicht mehr. Als den wir uns verkleidet haben. So. Nun, es steht noch nicht fest. Gewiss nicht. Wenn er kommt. Hallo, Mr. Rogers. Oh, Lord. Du warst selbst ein Freibeuter. Warum hast du so wenig Respekt vor Männern, die nur ihren eigenen Weg gehen wollen? Du wirst meine Gründe niemals verstehen können, Cretin. Du, der du im Leben immer nur zerstört hast, was unsere Zivilisation groß macht. Ich kann es verstehen. Ich sah das Observatorium und kenne seine Macht. Du würdest damit doch nur spionieren, erpressen und sabotieren. Ja. Und alles für einen höheren Zweck. Für die Gerechtigkeit, um Lügen zu ersticken und Wahrheit zu suchen. Kein Mensch auf Erden braucht eine solche Macht. Und doch erträgst du es, dass Roberts es nutzt. Nein. Ich hole es zurück. Und wenn du mir sagst, wo er ist, halte ich ihn auf. Am Ende der Klinge finde ich doch noch einen Freund in dir. Principe, verrückter Hund.
Unsere Quellen sagen Principe. Ich danke, tschüss. Viel Spaß beim Sterben. So, jetzt laufen wir kurz raus. Nö, ist mir egal. So einfach. Den Assassinen im Büro erreichen. Das ist wo? Ah, okay. Erledigt. Wohin jetzt? Pack deine 7 Sachen, wir segeln nach Afrika. Deswegen habe ich meine Waffen abgelegt. Stimmt, ich habe sie abgelegt. Den Diplomaten. Diplomat, das war das Wort, was ich suchte. Seht es als akzeptierten Punkt. Wir haben die 100% geschafft. Ihr habt es gesehen, ich habe es geschafft. Nur weil unser Charakter wieder so dämlich war. So, Afrika. Ist am Arsch der Welt wieder, oder? Ah, cool, da kann ich schnell reisen. Weil wir da schon mal waren. Was? Schnell hinreisen. Okay, vielleicht soll ich erstmal auf mein Boot. Kann ich dahin wenigstens schnell reisen? Kann ich irgendwohin schnell reisen? Jetzt wahrscheinlich. Willst du mich verarschen? Ach, da kann ich schnell. Was willst du von mir, Spiel? Was? Okay, reisen wir doch erstmal schnell. Okay, erstmal aufs Schiff. Erstmal aufs Schiff. Rang 83.906. Ah ja. So. Und jetzt? Kann ich wenigstens dahin? Dahin gehe ich. Na gut, das ist ein bisschen näher dran. Sie sollten die Jogdraw aufrüsten, bevor das. Pfeife ich drauf. Ich muss nichts aufrüsten, ich krieg alles hin. Oh. Ich habe das Gefühl, er ist hier. Captain! Der hier bewegt sich noch! Wer war das? Das war ein riesiges Schiff. Die Royal Fortune. Roberts. Ohne jede Gnade sagten kein Wort. Der Penner hat sich das Schiff geschnappt, das große, ey. Ich meine, gut, dass er kein Wort gesagt hat, ist irgendwo klar, weil. Ich meine, was willst du machen? Den Gegner anrufen und sagen, hey, ich hab vor, dich zu bombardieren. Hast du Pech gehabt? Viel Spaß beim Sterben. Wachen durch Zerstören von Pulverfässern töten. Okay. Befollow me, oder wie heißt er da? Befollow me. Follow you, follow me. Follow me. Irgendwie so, ne? Bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht. Moment, ich kann doch schnell reisen. Ach, Dreck. Ich war schon einmal hier. Gut, 8 Waffen mit Pulverfässern, ja? Theoretisch kann ich sie alle anlocken, ne? Und dann schieße ich einfach auf die Pulverfässer. Jungs! 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 Okay. Moment, das sind ganz viele. Habt ihr Pulverfässer hier? Nein. Hallo. So, wo ist das Pulverfass, wo ich das gesehen habe? Da. Lasst mich zielen. Lasst mich zielen. Ach, verdammt, das ist doch nicht dein Ernst. Okay. Vielleicht soll ich es anders probieren.
Er hat's weggetreten. Ja, der Plan war nicht schlecht. Ich bin... Lass mich mal was schauen. Geht das eigentlich, wenn ich hier an Land bin ohne und trotzdem die Mission an ist? Der sagt mir jedes Mal, ich soll Sachen herstellen. Yay! Mehr Leben. Oh, ja, schon viel besser. So, Mädels. Hallo. You are dead. I can still smell the powder. So, der musste kurz weg. Seid ihr schon acht? Wie, das waren zwei Wachen. Ach, du bist nicht gestorben? Ach komm. Lass den Scheiß. Ich sagte, lass den Scheiß. Der hört nicht auf mich. Oh, da kommt noch einer angeschissen. So, dann warten wir ganz kurz, bis wir wieder Leben haben und dann versuchen wir das gleiche nochmal. Kannst du bitte nachladen? Nachladen? Ah. Okay. Hallo. Ihr da, hallo. So. Naja, komm nur zum Alarm. So, erledigt. Tschüss. Holt nur den scheiß Alarm, ist mir egal. Kämpfst du da echt? Dein Ernst. Huch, der ist ja gar nicht mehr da drin. Wie kommt das nur? Ja, verdammt. Er läuft doch da hoch, Mann! Ach, verdammt. Dann suchen wir einen anderen Weg. So lange werden die mir schon nicht hinterherlaufen. Glaube ich nicht. Das sind doch faule Säcke. Ach, die Fässer haben es überlebt plötzlich. Ignoriert mich bitte. Bin nur ein Tourist. Ich habe euch doch geblockt, ey. Beide gleichzeitig eigentlich. Ja, ist gut. Hör auf mit deiner scheiß Animation. Hör auf damit! Irgendwie wirft er sehr gerne Bomben. Animation, bitte aufhören, danke. Warum läufst du an den Leuten vorbei? Oh wehe, ich muss das Ganze nochmal machen. Oh wehe. Ich krieg eine Arschkappe, wenn das so... Spürt den Zorn, Sebus. So, wir sind wieder da, wo wir aufgehört haben. Dieses Mal sogar unentdeckt. Ah, der jagt mich jetzt. Ich jetzt schon Gespenster. Oder die traurigen Überreste eines Mannes, den ich in die Hölle geschickt hatte. Na, kommt ruhig her, ihr Penner. Kommt ruhig her. Ich hab da eine kleine Überraschung für euch.
So. Mr. Bartholomew. Arschloch. Jetzt kriegst du aufs Maul, Alter. Ignoriere mich da links, bitte. Bin nicht feindlich gesinnt. Na, vielleicht ein bisschen. Er guckt gerade weg. Guck wieder hin, komm. Oh, der Freund ist weg. Seltsam, ne? Ach, komm. So, Zeit mal die Schwerter wieder auszuholen, ne? Ich wollte mir eigentlich neue kaufen, aber wir haben bisher keinen Laden gefunden. Du bist es nicht. Na, ich sehe da ein Schiff, aber das ist er wahrscheinlich auch nicht, ne? Huch. Spring doch, meine Fresse! Das stimmt mit dir nicht! Okay, Moment, das muss ich schaffen. Obwohl, das ist gescriptet, Freunde. Ich kann da nicht aufspringen. Das wäre zu leicht. Ich muss ihn mit meinem Schiff platt machen. Ups. Der Weg ist versperrt, Captain. Such nach einem anderen Weg. Nicht dein Ernst, oder? Was war das? Wir zerschellen an Lanzer! Was war denn das gerade? Da kamen irgendwie Topsegel raff. Dinge aus der Luft. Aus dem Nichts. Topsegel hoch! Alles setzen. Weicht den Beschuss aus, Captain. Was ist mit meinem Mörser? Ich hab keinen Mörser. Oh, schwule Scheiße. Alter, dieser Wind, ne, der ist voll gegen mich. Voll getroffen, Sir! Was du nicht sagst. Aufgeilen! Nehmt Druck vom Bau! Nicht dein Ernst. Oh, ich dreh durch. Ich dreh so durch. Nein! Feuer! Feuer! Ich kann meinen Mörser nicht einsetzen. Wie schwul ist denn das? Feuer! 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 Irgendwann hat er auch keine Fässer mehr. Sind bereit, Sir! Oh nein! Feuer! Jetzt hör auf mit dem Feuer! Scheiß! Der verliert nicht mal Leben! Feuer! Sind Feuer! Feuer! Will ich behaupten, dass das verdammt nervig ist? Das ist verdammt nervig. Das ist doch nicht. Edward, am Horizont tauchen Saarlinge auf. Unter britischer Flagge. Da sind spanische Schiffe. Das wird ein Schlachtfest, wenn wir uns nicht beeilen. Okay. Die Verteidigung machen für Aufschlag. Feuer! Ihre Schwachstelle ist umgeschützt. Feuer! Bereit zu schießen, Captain. Feuer! Immer schön ruft da, immer schön ruft da. Feuer! Glaubst du, die kämpfen auch gegen den Typen? Ja, guter Treffer, können Sie sie lahmlegen! Das scheint so. Kämpfen alle gegeneinander. Hol sie nieder, raus aus dem Wind! Ein weiterer Malstrom kämpft! Ja, fahr doch! Fahr doch! Wir sind beschädigt! Feuer! Das da hinten ist noch mein Ziel, oder? Haltet euch fest! Nee, ist es nicht! Ist es nicht! Ich bin ja fast tot! Gegner, Feuer! Feuer! Wenn ich meine Mörser hätte, wäre das alles gar kein Problem. Wir nehmen so viel Schaden, Edward! Sind bereit, Feuer! Sir! Ja. Ups! Sorry, Leute.
Na toll. Schieß halt nicht. Bleib außer Reichweite! Bereit machen für Aufschlag! Oh Gott, Deckung, Deckung, Deckung! Achtung, Feuer! Ah! Bereit zu feuern, Captain! Feuer! Ja! Captain! Die sind uns überlegen! Feuer! Haltet euch fest! Ach, Quatsch! Oh, okay. So Leute, folgender Plan. Wir werden uns erstmal kurz Licht einmischen. Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lassen Sie dafür bezahlen! Feuer! Sag, ich misch mich nicht ein! Ich fahr einfach weg. Und ihr lasst mich in Ruhe, bitte. So, lassen wir sie erstmal kämpfen, ne? Und ab mit euren Mörsern! Besser als in der Schenke zu arbeiten, oder? Oh Gott, nicht direkt rein. Ich fahr direkt rein. Bereit machen für Aufschlag! Wir wurden touchiert! So, und jetzt ballern wir auf den Weiten oder versuchen ihn zu treffen. Feuer! Ach, der ist hinter der Insel schon. Daneben! Sind bereit, Sir! Jojo! Wir kriegen unser Leben schon irgendwie zurück, bestimmt. So, die fighten da hinten fröhlich vor sich hin. Das sollen die mal machen. Ich bin einfach nur ein Arsch und bleibe hin. Leesegel heißen, los geht's! Die versuchen mich immer noch zu erreichen. Alle Segel heißen! Seid doch nicht gegen mich! Feuer! Ja, Penner! Lasst mich in Ruhe! Kommt auf uns zu! Fregatte! Verdammte Royal Navy! Feuer! Keine Ahnung, ob ich ihn treffen kann. Er ist zu weit weg. Ich habe keine Mörser. Ah, ich habe keine Mörserkugeln mehr. Oh, fuck. Oh, oh, der hat's auf mich jetzt abgesehen. Wo habe ich ihn getroffen? Warum nur? Na gut, Freundchen. Dann musst du leiden zuerst. Sind sie am empfindlichsten? Feuer! Feuer! Du hast was gegen mich? Feuer! Ich hab was gegen dich. Am schwächsten, Cap. Feuer! Hebt den Befehl, Sir! Haltet euch fest! Da schießt er zweimal hintereinander! Dreimal hintereinander! Das stimmt mit dir nicht! Das ist mein persönlicher Kampf. Nein, ich habe ein Quadrat verloren. Die schießen dreimal hintereinander, die Schweine. Feuer! Und die sind gleich weg. Feuer! Da, Captain! Da sind sie am Ende. Ich werde sie versenken. Dafür so, jetzt kann ich nämlich die Beute von denen einsammeln. Und mich einen Keks freuen. Vielleicht sind da ein paar Mörserkugeln dabei. Mit ein bisschen Glück. Steuerbord, Captain. Da, eine Art Frachter, Sir. Rum, Zucker, schwere Kugeln, Mörsergeschosse zweimal. Okay. Wie läuft's mit dem Typen da hinten? Die sind immer noch am Fighten, ey. Die haben doch nicht mehr was verloren. Warten auf dein Zeichen, Captain. Ich kämpfe schon die ganze Zeit. Aber die hängen fest so ziemlich. Unsere Chance. Da, Mörser! Leesegel einholen! 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 Was zum Teufel? Feuer! Die hängen fest! Ah, schön. Bring die Hauptsegel in den Wind! Oh, oh, lass mich bloß in Ruhe. Captain! Klippenfeuer! Feuer! Sie verwundbar, Captain! Feuer! Haltet euch fest!
Feuer! Bleib auf der Reise! Segelbergen! Feuer! Feuer! Ich will nicht behaupten, dass das gescheatet ist, aber... Sollen wir ihn versenken, Captain? Wir hatten eine gute Chance. Nein. Er hat etwas bei sich, das ich brauche. Ich werde selbst an Bord gehen. An die Kanonen! Tja, er hing fest. Das ist nicht mein Problem. Gegner feuert! Die sind raus aus dem Wind! Okay. Öffnet die Hauptsegel! Wie wär's mit Entern? Segel wiederholt! Hilf! Ihr seid alle tote Männer! Hä? Soll ich von der anderen Seite kommen? Heute schlummern sie bei den Fischen, Jungs! Kameraden, liefert der Tod zählt auf uns! Spiel zum Entern, jetzt geht's! Hä? Jupiter Edward Kenway. Ach, von der anderen Seite, lol. Schmeichelt mir ungemein, wie viel Aufmerksamkeit du mir schenkst. Möge der Bessere von uns den Zweifersten besingen. Besingen oder besiegen? Okay, lol. Okay, komm. So, das ist zu dir. So, das spare ich mir nämlich für den Penner auf. Nicht schießen, bitte nicht. Haha, er wurde blockiert. Ah, du Depp. Ich kann meine Brauchbomben nicht werfen, oder was? Easy. So hoch sind meine Ziele nicht. Frieden ist nur eine kurze Verwirrung zwischen zwei Kriegen. Dann bist du ein Stoiker. Vielleicht habe ich mich in dir geirrt. Sie hätte bestimmt noch Verwendung für dich gefunden. Sie? Von wem sprichst du? Oh, sie, die stets wartet. Juno. Verschüttet. Ich hatte gehofft, sie zu finden, sie wiederzusehen. Die Tür des Tempels zu öffnen, zu hören, wie sie meinen Namen spricht. Aida. Du spinnst, Mann. Ich wurde zu früh geboren. Wie so viele andere vor mir. Wo ist der Apparat, Roberts? Zerstöre diesen Körper, Edward. Die Templer, wenn sie mich kriegen. Wegen des Bluts. Hä? Was mit der Leiche? Oh, Roberts mit Wurfpfeil töten, ups. Hab ich nicht gesehen. Und jetzt? Havanna. Okay, keine Ahnung, warum wir da hin müssen, aber Freunde, das war's für diese Folge. Wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, wie ich leide, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Das freut mich und hilft meinem Kanal. Haut rein, euer Zero. Tschüss.